Beschlossen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 828, Teilgebietslärmaktionsplan Innere Neustadt. Hier liegt ein Änderungsantrag von mir selber vor, der nun nachvollzieht das, was Sie in der Stadtratssitzung am 14.02. beschlossen haben, natürlich dann auch nachfolgend auch in der Lärmaktionsplanung zu ändern. Damit würden wir einsteigen in die Fraktionsrunde und es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Thiele. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Lärmaktionsplan für die innere Neustadt war auch ein heiß diskutiertes Thema in zwei Ausschüssen, insbesondere im Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft und dann auch im Bauausschuss. Und auch dazu gab es bei uns tatsächlich eine intensive Diskussion, weil natürlich in diesem Lärmaktionsplan auch Maßnahmen drinstehen, wo sich die CDU tatsächlich auch ein Stück weit schwer tut, diese Dinge mitzutragen, und zwar aus guten Gründen. Und deshalb haben wir dann auch im Bauausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, der einige Maßnahmen verändert und auch einige streicht, weil wir die einfach nicht für richtig halten. Und insbesondere eine Maßnahme hat dann doch noch mal bei uns intern auch für Diskussionen gesorgt. Da geht es um die Festsetzung von Tempo 30 auf der Albertstraße in der Nacht. Und dort haben wir dann nach einer internen Diskussion noch mal auch unsere Haltung verändert, sodass wir jetzt hier auch noch mal beantragen, diese Maßnahme zurückzunehmen, entgegen des Votums im Bauausschuss. Ansonsten stellen wir hier das Votum des Bauausschusses zur Abstimmung, ausschließlich eben der Maßnahme M4, wo wir die Maßnahme gern im Lärmaktionsplan beinhalten lassen wollen. Also sprich, das Votum aus dem Bauausschuss in dem Punkt A, 1a, der soll wieder entfallen. Bei den anderen Dingen sind wir nach wie vor der Meinung, dass das dann richtig ist, wie wir das im Bauausschuss auch entsprechend beschlossen haben. Und ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Es gab diverse Interpretationen in Bezug auf das Thema Theresienstraße in der Neustadt, die Ermöglichung des Linksabbiegens aus der Hainstraße vom Bahnhof Neustadt kommend. Und da gab es natürlich dann auch im Wahlkampf eine Fehlinformation seitens meines Stadtratskollegen Lichti an die Anwohner. Das fand ich dann auch nur, sagen wir mal so, bedingt fair, muss ich klipp und klar sagen. Natürlich war das ein Stück weit komplex im Lärmaktionsplan dargestellt, weil es eine Vermischung über mehrere Maßnahmen war. Und ich gebe auch zu, wir haben darüber gesprochen, ob es eine Änderung der Verkehrsregelung am Schlesischen Platz geben kann, indem man das Linksabbiegen aus der Hansastraße direkt in die Antonstraße ermöglicht, um dann den Verkehr in der inneren Neustadt im Barockviertel zu entlasten. Mir ist das auch bekannt, dass es auf der Theresienstraße
einen hohen Anteil an Durchgangsverkehr gibt, weil ganz einfach die Fahrbeziehung ansonsten kaum möglich ist. Und mir ist auch bekannt, dass es eben als Schleichverkehrsroute genutzt wird, die Theresienstraße. Das liegt aber eben genau daran, dass die Hauptverkehrsachsen zunehmend an Leistungsfähigkeit verlieren. Deshalb sprechen wir uns als CDU eben auch immer dafür aus, die Hauptverkehrsachsen leistungsfähig zu halten, denn ansonsten führt es genau zu Schleichverkehr in den Wohngebieten. Die Maßnahme, Wegnahme des Linksabbiegers in der Hainstraße in die Theresienstraße, ist nach wie vor Bestandteil des Lärmaktionsplans. Das will ich hier nochmal klipp und klar sagen. Und Kollege Lichti hat hier mit falschen Karten im Wahlkampf gespielt. Wir konnten das leider nicht so richtig ausräumen. Aber das nochmal als Botschaft auch an die Anwohner. Herr Lichti, dann nehmen Sie jetzt dazu Stellung, verdammt nochmal. Sie haben den Flyer in die Briefkästen gesteckt und es war einfach mal eine Lüge, die Sie da verbreitet haben. Und da stehen Sie jetzt dazu, verdammt nochmal. Dankeschön. Als nächstes Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht. Herr Wirtz, bitteschön. Ja, liebe Menschen im Saal und liebe Menschen im Stream, viele Grüße von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, den ich hier heute mal vertreten muss. Ich bin in dem Lärmschutzplan jetzt gar nicht so versiert, aber liebe CDU, wenn Sie denken, dass Sie heute hier über den Lärmaktionsplan Innere Neustadt beschließen, dann sind Sie einem Irrtum erlegen. Und das Verwerfliche, was Sie hier mit Ihren Streichungen tun, ist, dass Sie der Öffentlichkeit die Chance nehmen, zu diesen Maßnahmen Stellung zu nehmen. Denn wir beschließen hier mitnichten den Lärmaktionsplan, sondern wir beschließen die Offenlage und die Information und die Diskussion in der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit in der inneren Neustadt und auch der äußeren Neustadt ist mit dem Thema schon so vertraut, dass sie diese Maßnahmen, die sie heute hier vielleicht, wenn sie die Mehrheit dafür haben sollten, herausstreichen werden, wieder hereindiskutieren und hereinwägen werden. Der nächste Stadtrat wird mit Sicherheit diese Maßnahmen wieder reinbringen. Das können wir heute schon sagen. Da wird es im Prinzip eine Mehrheit dafür geben. Insofern hätte ich die Bitte und den guten Rat für Sie, auf Ihren Antrag zu verzichten. Und ich stelle den Antrag, um auch die Chance zu geben, Ihr Handeln hier zu korrigieren und den Bedingungen der Offenlage Rechnung zu tragen, nämlich der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, zu diesen Maßnahmen Stellung zu nehmen. Das entziehen Sie der Öffentlichkeit hier einfach mal. Ja, das ist undemokratisch und intransparent. Und dass wir denen die Chance geben, stelle ich erstmal den Antrag, dass wir hier über die Ursprungsvorlage abstimmen. Wenn dann die Öffentlichkeit sagt, wir wollen das, was die CDU gestrichen haben wollte, auch streichen. Wir wollen dann eben kein Tempo 30 auf der Albertstraße und wir wollen keine Radwege auf der Albertstraße oder wir wollen dann eben keine schmalere Straße, Köpke-Straße, Meißner-Straße, dann kann man dem ja Rechnung tragen, dann haben Sie recht. Wenn das aber nicht so ist, dann haben Sie Unrecht. Insofern denke ich, ist es gut für die Öffentlichkeit und gut für die Diskussionskultur, wenn Sie Ihren Antrag verschieben, wenn es soweit ist, ihn dann stellen und jetzt in der Ursprungsanlage der Öffentlichkeit in Dresden die Möglichkeit geben, ihr eigenes Urteil zu bilden und ihr eigenes Votum abzugeben. Und es ist auch ganz klar, dass nicht nur die Belange des Autoverkehrs eine Bedeutung haben, sondern auch die Belange der Einwohner. Der Lärmaktionsplan wird nicht gemacht, um irgendjemanden hier in irgendeiner Weise zu diskriminieren oder zu ärgern, sondern es ist klar, dass Verkehrslärm eine Quelle von Störungen und von Krankheiten von Menschen in Städten ist. An vielbefahrenen Straßen ist die Herzerkrankungsrate wesentlich höher als in ruhigen Wohnlagen. Dem soll Rechnung getragen werden und ich denke mal auch, dass die Entwicklungen, die sich aktuell abzeichnen, zu mehr Maßnahmen der Verkehrsberuhigung gehen. Insofern ist die Ursprungsvorlage der richtige Ansatz und Ihr Änderungsantrag zumindest ohne Votum der Öffentlichkeit nicht richtig. Vielen Dank. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Lärmaktionsplan klingt sehr technisch, aber übersetzt in die Betroffenheiten heißt es, dass im Augenblick
über 1.300 Bürger von 7.000, das ist also ein erheblicher Anteil in der inneren Neustadt, von gesundheitsschädlichem Lärm betroffen sind. Und deswegen ist es richtig, dass die Stadtverwaltung uns dort einen Lärmaktionsplan vorgeschlagen hat. Und ich sage auch ausdrücklich, dass die Maßnahmen, und zwar alle Maßnahmen, die die Verwaltung dort vorgeschlagen hat, aus unserer Sicht dringend notwendig sind. Deswegen können wir uns dem Antrag von Herrn Wirz nur anschließen, eben in die ursprüngliche Verwaltungsvorlage hier zur Grundlage der Beschlussfassung zu machen. Ich möchte, da der Beitrag von Herrn Thiele vielleicht nicht für alle jetzt unmittelbar verständlich war, auch auf ein paar Maßnahmen nochmal eingehen. Ich habe jetzt gehört, dass die CDU-Fraktion auch der Anordnung von Tempo 30 nachts in den Nachtstunden auf der Albertstraße zustimmen möchte. Das begrüßen wir ausdrücklich. Das war in den Ausschussberatungen noch nicht der Fall. Und da denke ich, dass doch die Kampagne, die dort wir gemacht haben, indem wir die Einwohnerinnen und Einwohner durch Handzettel informiert haben, auch gerade an der Albertstraße, an der Sarajani-Straße, möglicherweise auch zu ihrem Umdenken beigetragen hat. Aber das ist auch in Ordnung. Zum Thema Theresienstraße. Ja, Herr Thiele, da habe ich mich geirrt. Das hängt aber damit zusammen, dass Sie auch die Maßnahme M11 dort gestrichen haben, wo, doch, in der Maßnahme M11 steht viele Maßnahmen drin und ein Punkt ist eben auch der Schutz der Theresienstraße und der Wegnahme der Linksabbieger auf der Hainstraße. Von daher möchte ich mich dann bei Ihnen auch entschuldigen. Das habe ich wirklich falsch verstanden, aber ich denke mal, das haben Sie auch, ich habe es auch angesprochen im Ausschuss, da haben Sie gesagt, ja, muss auch weg. Okay, ich glaube, ich habe das Erforderliche dazu gesagt. Was wir aber weiterhin scharf kritisieren bei Ihnen ist, Herr Thiele, ich mache jetzt einfach mal weiter. Sie haben erst gesagt, ich habe meins gesagt, jetzt gehen wir zu anderen Themen weiter. Ne? Klappt das? Danke. Also, was wir aber scharf kritisieren ist, dass Sie weiter die Abbiegespuren am Neustädter Markt dort streichen wollen. Es geht insbesondere um den Linksabbieger vom Blockhaus auf die Augustusbrücke. Wir wissen ja auch, dass Sie die Augustusbrücke wieder mit Privat-Pkw befahren lassen wollen. Jedenfalls ist es Ihre offizielle Position. Ich habe dann bei einer Bürgerdiskussion von Ihnen mit hohem Interesse gehört, dass Sie jetzt diese Position jetzt nicht mehr vertreten. Ich habe das allerdings nicht von Ihrem Fraktionsvorsitzenden oder von irgendeinem offiziellen Sprecher gehört. Falls Sie jetzt tatsächlich auch wieder dazu stehen, dass die Augustusbrücke autofrei wird, wie wir es beschlossen haben, wie es lange geplant war, wie es sinnvoll ist, dann brauchen Sie auch keinen Linksabbieger vom Blockhaus. Diese Fläche brauchen wir aber dringend, um eben die Situation am Neustädter Markt aufzuwerten. Darum geht's, dass wir dort mal eine ansprechende städtebauliche Situation endlich mal bekommen. Und das Gleiche gilt auch für den Rechtsabbieger auf dem Palaisplatz. Ich habe es schon tausendmal gesagt, ich sage es gerne nochmal. Ein Vorschlag, der auf Vorschlag Ihres Stadtbezirksbeiratskollegen Bartels von der CDU aufgenommen worden ist. Der hat es ausdrücklich beantragt. Und genau das haben Sie auch gestrichen. Und ich glaube, da haben Sie einfach, ich sage es auch gerne nochmal, da sind Sie in einem Irrtum unterlegen. Wir wollen nicht die Rechtsabbiegebeziehung zum Palaisplatz streichen. Wir wollen diese extra Abbiegespur streichen. Das ist ein großer Unterschied. Und ich verstehe auch nicht, warum Sie sich dazu nicht verstehen können. Der größte Schwerpunkt oder größte Streitpunkt, den wir vielleicht haben, möchte ich auch ansprechen. Wir haben ja beim Lärmaktionsplan Äußere Neustadt, war ein großer Kampf, durchgesetzt, dass wenigstens der Baubürgermeister Tempo 30 auf der Bautzner Straße versucht, beim Landesamt für Straße durchzusetzen, für Straße und Verkehr. Ja, wir hatten damals eine lange Debatte, ob das auch zulässig ist und so weiter. Ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dort sind die höchsten Lärmbelastungen in der gesamten Neustadt. Und zwar die Leute, die dort wohnen, die haben 75 dBA. Das ist viel zu laut. Das ist weit, weit, weit über den gesundheitsschädlichen Level. Und ich finde, da müssen wir auch was tun, dass dort diese Bürgerinnen und Bürger etwas ruhiger schlafen können. Und zu guter Letzt, das ist dann der Änderungsantrag des OB, Radstreifen Albertstraße. Wir werden als grüne Fraktion den Radstreifen, sobald es geht, es wird im September, denke ich mal, sein, wieder hier zur Abstimmung stellen. Wir finden uns nicht damit ab mit dieser Fehlentscheidung, die Sie getroffen haben. Wir wollen, dass der Radstreifen so kommt, wie es der Baubürgermeister geplant hat. Und deswegen werden wir auch hier dem Änderungsantrag des OB, der diesen Radstreifen dann rausnimmt, auch nicht zustimmen. Und ich habe ja mit hohem Interesse das Interview Ihres Fraktionsvorsitzenden, Herrn Donhauser, gelesen, der ausdrücklich ausgeführt hat, die Maßnahme Albertstraße sei ein Fehler der CDU gewesen. Dann haben Sie jetzt heute Gelegenheit, diesen Fehler zu korrigieren und dazu fordere ich Sie auf. Vielen Dank.
Als nächstes SPD-Fraktion verzichtet, FDP, Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Johannes Lichti, Sie fahren ja kein Auto. Das merkt man bei Ihren Vorschlägen, weil wenn Sie Auto fahren würden, aber wir können ja wieder mal zusammenfahren, dann würden Sie das Dilemma kennen. Das ist auch das gesamte Dilemma dieses Lärmschutz. Ich habe ihn schon ab und zu mal mitgenommen. Das ist auch das Dilemma dieses Lärmschutzkonzeptes, Planes, weil das Pferd von hinten aufzäumt. Die Probleme, die es teilweise oder an vielen Stellen in der inneren Neustadt gibt, das habe ich an verschiedenen Stellen auch schon gesagt, aber es stört hier niemanden, auch den Geschäftsbereich 6 nicht, liegt in einer ziemlich idiotischen Verkehrsführung, die wir genau in diesem Bereich haben. Wenn Sie Autofahrer sind, wissen Sie, wie schwierig es ist, auf welche Wege Sie dann nehmen müssen, um beispielsweise zum Neustädter Bahnhof zu kommen. Wir haben in Dresden sehr unlogische Verkehrsleitsysteme, die im Übrigen an ganz vielen Stellen sehr absichtlich mitten durch die Wohngebiete gehen. Und anstatt Sie die Wohngebiete entlasten, machen Sie genau das Falsche. Sie bauen die Hauptverkehrsstraßen zurück und laden damit alle ein, dann doch den Weg durch das Wohngebiet zu nehmen. Wenn Sie die Albertstraße nachts auf Tempo 30 runtersetzen, dann macht es keinen Unterschied mehr, ob ich die Albertstraße fahre oder direkt unten am Ufer lang, Glasiestraße, Weintraubenstraße, mich hinten durch die Neustadt hindurchquäle. Genau das provozieren Sie. Machen Sie es doch anders. Halten Sie den Verkehr aus den Wohngebieten raus, indem Sie leistungsfähige, Herr Thiele hat es gesagt, leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen haben. Dort soll der Verkehr rollen. Dort lassen wir ihn auch rollen. Dort bremsen wir ihn nicht aus. Was Sie machen, ist gegen die Anwohner. Und Sie werden es merken, weil der Verkehr in den Wohngebieten durch Ihre Maßnahmen zunehmen wird, meine Damen und Herren. Sie nehmen Abbiegesituationen weg. Theresienstraße ist so ein Beispiel. Das ist keine Anwohnerstraße. Die ist übrigens eine relativ breite Straße. Das ist schon immer eine Straße, die eine Verbindungsfunktion hat. Die muss ich übrigens fahren, wenn ich Richtung Albertplatz kommen will. Und das ist auch so. Ich kann übrigens auch andere Wege führen, um dorthin zu kommen. Aber ansonsten werden Sie die nicht entlasten. Das muss einfach bleiben. Deswegen finde ich richtig, dass man sich dort gegen diese Änderung ausspricht. Augustusbrücke. Ja, Sie sagen, Sie nehmen den Autoverkehr runter. Wollen Sie gerne über das Thema Karlsbrücke, lieber Herr Lichti, haben wir ja schon gesprochen. Ich warte immer noch auf Ihr Konzept für die Karlsbrücke hier in Dresden. Na, Sie haben damals Ihren Antrag damit überschrieben. Wenn ich die Karlsbrücke bekomme, mit Ihrer Funktionalität, mit all dem, was auf einer Karlsbrücke in Prag stattfindet, auch hier in Dresden können wir darüber reden. Machen Sie aber gar nicht. Sie sperren die Augustusbrücke einzig und allein für den Autoverkehr, aber trotzdem gibt es noch ganz viel vierrädrigen Verkehr, der drüber geht. Beispielsweise Busse lassen Sie drüber fahren. Wenn Sie das machen, müssen Sie auch die Abbiegerspur haben, weil sie ansonsten natürlich das dazu führt, dass immer dann, wenn ein Bus links auf die Augustusbrücke, Stadtrundfahrt beispielsweise, abbiegt, die Autos dahinter stehen, meine Damen und Herren. So kann man nicht arbeiten. Sie haben es ja immer wieder versucht und wahrscheinlich an irgendeiner Stelle gelingt das auch, ob das jetzt Lärmaktionsplan heißt, Lufteinhalteplan heißt, irgendwo ist dann immer Tempo 30 drin, irgendwo wird doch mal eine Mehrheit dafür sein, um eine Maßnahme durchzusetzen, das machen Sie die ganze Zeit. Bei der Albertstraße, meine Damen und Herren, da wird es aber ganz verrückt. Wir wissen doch alle, dass bei den Untersuchungen zur Anlage eines Radweges auf der Albertstraße, übrigens ist keine Fehlentscheidung gewesen, sondern genau richtig, würde mich auch freuen, wenn die CDU zu ihrer Position dort weiterhin steht. Aber eins haben wir, ob man den Schluss so ziehen sollte, also beim besten Willen. Eins haben wir aber damals untersucht, nämlich wenn man dort eine Autospur wegnimmt, ist eines zwingend, dann muss die große Meißner Straße so bleiben, wie sie ist. Das hat sogar der Geschäftsbereich selbst gesagt. Im Geschäftsbereich 6 ist es einhellige Meinung, dass die große Meißner Straße, Köpke Straße, natürlich eine Hauptverkehrsachse ist, die weiter so bleiben muss wie jetzt, vor allem dann, wenn man einen Radweg auf der Albertstraße machen sollte. Meine Damen und Herren, das geht nicht. Wer A sagt, muss dann auch B sagen. Sie wollen einfach überall, an jeder Stelle, den Individualverkehr in Dresden ausbremsen. Das machen wir natürlich nicht mit. Deswegen können wir diesem Plan auch nicht zustimmen. Dankeschön. Wird AfD das Wort gewünscht? Bürgerfraktion? Nein, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Als nächste Wortmeldung Herr Reuter,
Dr. Reuter und dann Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will noch mal zum Verfahren was sagen. Eigentlich hatte der Umweltausschuss das Ganze beschließend auf dem Tisch. Es ist aber nach dem Votum von einigen Ausschussmitgliedern hier in den Stadtrat gehoben worden. Was wir beschließen, Herr Wirtz, Sie haben recht, wir beschließen hier erstmal keinen Plan an sich, sondern wir beschließen die Auslegung für die Öffentlichkeit. Das heißt, wir können sicher alle Ideen aufnehmen, die irgendjemand hat. Das können wir alles reinschreiben und dann mal schauen, wie die Bürger dazu stehen. Wir sind aber nicht der Meinung, dass man alles reinschreiben sollte, sondern man sollte die sinnvollen Maßnahmen reinschreiben. Und deshalb haben wir die Maßnahmen, die wir eben nicht für sinnvoll gehalten haben, dort auch aus dem Plan streichen lassen. Und ich darf an das Ausschussvotum des Stadtentwicklungsausschusses erinnern. Es waren 8 Stimmen dafür, eine einzige Gegenstimme. Der Rest waren enthalten. Herr Wirtz, Sie sind ein toller Mann. Sie können in die Zukunft blicken. Sie haben gesagt, im September wird das alles geändert. Da kann ich nur Karl Valentin zitieren. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wahrscheinlich können Sie das. Herr Lichti, zu Ihnen. Die Maßnahme M11 kommt im Ausschussbericht überhaupt nicht vor. Ich weiß nicht, warum Sie darüber geredet haben. Die findet dort nicht statt. Die Maßnahme M5 zu streichen, halten wir deshalb für sinnvoll, weil das Tempo 30 bereits an anderer Stelle, nämlich in dem anderen Teil Lärmaktionsplan, beschlossen worden ist. Und so viel ich weiß, gibt es da unterdessen auch eine Genehmigung dafür, sodass wir das nicht noch einmal beschließen müssen. Die Maßnahme 4, was Herr Thiele vorhin gesagt hat, die halten wir nach ausgiebiger Diskussion durchaus doch für sinnvoll, nämlich Tempo 30 nachts auf der Albertstraße von 22 bis 6 Uhr. Das bringt eine Lärmreduzierung von ungefähr 2 bis 3 dB, und zwar für ungefähr 1000 Einwohner. Und das sollte sich doch lohnen an der Stelle. Dem Änderungsantrag des OB, dem stimmen wir zu, denn er stellt letztendlich nur das klar, was wir bereits beschlossen haben. Ich empfehle Ihnen hier also den federführenden Ausschussbericht, das heißt in diesem Fall dem Stadtentwicklungsausschuss, zuzustimmen, dem Änderungsantrag des OB zuzustimmen, aber in dem Ausschussbericht das, was zur Maßnahme 4 gesagt ist, das heißt, die Maßnahme 4 zu streichen, das aber nicht zu machen, sondern diesen Anstrich zu streichen. Dankeschön. Als nächstes Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielleicht sollten wir noch mal klären, was der federführende Ausschussbericht ist. Steht nämlich auf 2 Berichten drauf. Es müsste Umwelt- und Kommunalwirtschaft sein. Ich würde mich aber dem Kollegen Wirtz anschließen. Wir sollten über die Originalvorlage abstimmen. Wenn allerdings sich doch eine Mehrheit des Rates dazu entscheiden sollte, über den Bauausschussbericht abstimmen zu wollen, beantrage ich hiermit eine punktweise Abstimmung, und zwar inklusive der Unterpunkte A, B, C, D, die jeweils einzeln. Also vom Verfahren her habe ich das so vor, so war es auch zunächst in der Reihenfolge beantragt, dass der Antrag im Raum steht, den Ausschussbericht Stadtentwicklung und Bau als Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Würde der keine Mehrheit bekommen, würde ich dann als nächstes die Abstimmung darüber führen, ob die Originalvorlage als Abstimmungsgrundlage genommen wird. Und wenn das auch keine Mehrheit hat, dann kommen wir zum Ausschussbericht
nämlich den aus dem Umweltkommunales, der aber wiederum ein ablehnendes Wohnungsvotum hat. Ja. Dazu gibt es eben, wie gesagt, noch den Änderungsantrag von mir selber eingebracht. Den würde ich dann jeweils zur Abstimmung stellen, je nachdem, welches wir als Grundlage nehmen. Und Ihr Änderungsantrag ist was? Ich habe hier nichts vorliegen. Aber das könnten wir ja insoweit, dann brauchen wir nie separat machen, weil wir ja punktweise abstimmen und dann können Sie sich ja dementsprechend verhalten. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann übernehmen wir mal den Versuch einer Abstimmung. Haben zunächst die Frage, was ist Abstimmungsgrundlage? Und da ist der erste Vorschlag gewesen, die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau als Abstimmungsgrundlage zu nehmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.23 Ja, 36 Nein, keine Enthaltung, damit nicht angenommen. So, dann war der nächste Vorschlag gewesen, dass wir als Abstimmungsgrundlage die Vorlage der Verwaltung nehmen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Was soll ich dagegen haben? Ja-Stimmen, 29 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre die Verwaltungsvorlage die Abstimmungsgrundlage. Damit ist auch das mit dem M4 erübrigt sich, bleibt einzigster Änderungsantrag, den ich im Nachlauf des Stadtratsbeschlusses hier in Vollziehen eingebracht habe, im Sinne von M8. Wer diesem Änderungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen. 29 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen. Und damit kämen wir zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte in der so angepassten Fassung, der ist jetzt an der Reihe. Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen.